Radio 1. Die schöne Lesung. Helge Schneider mit Stepptanz. Die Deutschlandpremiere. Live aus dem großen Sendesaal des RBB. Herzlich willkommen! Helge Schneider! Dankeschön. Ich lese aus meinem neuesten Werk Stepptanz. Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr. Mit 18 Zeichnungen des Autors. Wir schauen uns erst einmal die Zeichnungen an. Liebe Radio-Zuschauer. So. Ein schöner Flügel steht hier bereit. Mal sehen, ob er auch stimmt. Ich denke, ich beginne erst einmal, bevor ich dann nachher wieder gehe. Es treten auf. Kommissar Yves Schneider. Frau Kommissar Jacqueline Schneider, Charlene Schneider, Tochter des Kommissars, Jérôme Griezmann, eigentlich Klaus, genialer Chirurg, Elektrofachmann, multiple Persönlichkeit, Mörder, Professor Haberschleim, Gerichtsmediziner, Franke, Chef des technischen Dienstes. Johnny Espelkamp, Totschläger. Mutter Espelkamp, seine Mutter, auch Mörderin. Lydia Woerz, Bezirksschornsteinfegerin. Bobby Sample, eigentlich Robert Schmitz. Entschuldigung. Hollywood-Regisseur. Frau Pfaffenhauf. Kostümdesignerin, Peter Hellmann, Schneider, Andrea Poppen, Setdresserin. Herr Fischer, Gitarrenlehrer. Abu Kasari Ibn Said, Karawanenführer. Jürgen, Kioskbesitzer. Mohammed Nouri, Uhrenverkäufer und Trommler. Hans Mader, Gebirgsjäger. Jerry Vogel, Stepptanzlehrer, Hollywood-Ikone. Professor J. Sauer-Henry, Psychiater. Herbie Fields, Filmkomponist. Dirk Rutenberg, Security. Ibn Al-Kabone, Körperhändler. Günther,
TV-Kandidat. Jutta, TV-Kandidatin. Sven Svensen. Politrocker. Jetzt schon Tränen gelacht. So, Brille. Polizeipräsident. Polizeipräsident. Hat keinen Namen. Heinz, der von der Regenrinne geschubste Eismann. Rodriguez Fasanatas, Heiratsschwindler. Schwester Jolande, Nonne und viele, viele andere. Ich lese zunächst einmal die Seite 7. Prolog. Kommissar Schneider saß in seinem nagelneuen Sportwagen, den er sich von seinem Weihnachtsgeld gekauft hatte. Ein altes Nissan Coupé für 2.500 Euro, billig. Sogar mit TÜV. Kommissar Schneider hatte ihn selber über den TÜV gebracht. Er musste nicht viel machen, nur die Türen, an denen von unten der Rost unaufhaltsam nagte und durch die man in den Innenraum gucken konnte, etwas ausbessern und anschließend mit hellem Lack anmalen. Das war dem TÜV-Prüfer nicht aufgefallen. Es war noch tiefe Nacht, als der Kommissar Schneider sich auf den Weg zum Präsidium machte. Kommissar Schneider hatte gute Laune. Im Präsidium erwartete ihn trotz der frühen Stunde schon Arbeit. Aber davon wusste er da noch nichts. In einem alten Behelfswohnhäuschen am Rande einer alten Industriebrache. Johnny, hau ab! Das ist doch eine Schweinerei. Raus aus meinem Haus. Ihr Blick schweift über den Körper, der auf dem Küchenboden liegt. Mit einer klaffenden Kopfwunde quer überm Schädel, das Opfer stöhnt noch. Johnny haut ihm zweimal mit der flachen Schaufel über den Schädel. Blut spritzt an die Küchenlampe. Das Stöhnen hört auf. Was willst du denn, Mutter? Ich mach das doch nur für dich. Johnny wirft die Schaufel weg. Im Fernsehen läuft noch Lanz. Mutter, die sich jetzt auf die Couch flätzt, nimmt die Fernbedienung und schaltet um. Diese Scheiße kann ich nicht mehr sehen. Im anderen Programm ist eine Hochzeitsdoku, gefällt ihr aber auch nicht. Sie schaltet erneut um. Grip, das Automagazin. Das guckt sie und sie isst dabei den Rest Salzstangen auf, der auf dem Couchtisch steht. Dann fuchtelt sie mit dem rechten Arm in Richtung Johnny, der anscheinend immer noch nicht abgehauen ist und im Erker neben dem Gummibaum steht und dumm guckt. Pack den verdammten Scheiß hier weg, ich will das hier nicht sehen. Johnny stöhnt, er ist faul und sichtlich genervt. Dann beginnt er, sich an der Leiche zu schaffen zu machen. Er will sie aus der Küche ziehen. Jäh und mit Entsetzen übers ganze Gesicht lässt er davon ab. Johnny, was hast du? Mutter, die blitzschnell von der Couch aufgesprungen ist, das hätte man ihr gar nicht zugetraut, schreit auf, als sie begreift, was los ist. Seite 9. Der Morgen graute. Vögel zwitscherten sich ihren Frost von den Federn. Ein Wiesel verkroch sich im Unterholz. Kommissar Schneiders Nissan Coupé flog mit quietschenden Reifen über den noch eisigen Asphalt in die Kurve. Der Kommissar hatte sich frisch gekämmt,
sich ein wenig Öl ins Haar gerieben. Er trug ein Hawaii-Hemd unter der US-Polizeijacke und rote Pferdelederslipper. Im Hausflur brannte Licht. Als der Kommissar in die kleine Straße einbog, wo der Mord geschehen war, sah er die mit Kameras und Mikrofonen bewaffnete Gruppe von Journalisten. So früh waren die schon hier? Das kann doch wohl nicht wahr sein, kam es dem Kommissar über die Lippen. Er trat auf die Bremse. Hier konnte er nicht weiterfahren. Hoffentlich hat ihn noch keiner gesehen. Er konnte gerade noch... seinen Wagen rückwärts setzen, ohne dass es jemandem aufgefallen wäre. Dann parkte er in einer Side Street. Steht hier nicht, steht Seitenstraße. Ich habe gedacht, vielleicht... Ein Imbiss hatte bereits geöffnet, wohl in der Hoffnung, dass einer von den Zeitungstypen Hunger bekäme und eventuell ein Würstchen oder Pommes kaufen würde. Der Kommissar kaufte sich einen Pappbecher mit dampfendem schwarzen Kaffee, ging über einen Feldweg um die Siedlung herum und betrat das Grundstück, auf dem der Mord geschehen sein sollte. Der Kohlenhändler, der zufällig Kohlen liefern wollte am frühen Morgen, hatte durch die offenstehende Tür das Haus betreten und die Leiche entdeckt. Von den Hausbewohnern fehlte jede Spur. Kommissar Schneider trat von hinten durch den ungepflegten Garten. Ihm fiel sofort ein merkwürdiger Geruch auf. Metallisch, so wie Elektrosmog. Als er den Wintergarten des kleinen Hauses betrat, verdichtete sich der Geruch. Er betrat das Wohnzimmer. Ja, das sollte es wohl sein. Eine Couch, ein Fernseher, der noch lief, und ein kleiner Cocktailtisch mit etlichen leeren Flaschen Bier, Wein, Schnaps, alles, was man so trinken kann, wenn man dem Alkohol viel Platz in seinem Leben gibt. Die Wohnung war klein. Die Küche war praktisch ein Teil des Wohnzimmers. Auf dem Fußboden direkt vor ihm, im Übergang zwischen Küche und Wohnzimmer, lag die Leiche. Zwei Polizisten saßen auf der abgeschabten Couch und rauchten. Machen Sie verdammt noch mal Ihre Zigaretten aus, herrschte der Kommissar die beiden an, die sofort aufsprangen, ihre Zigaretten in den auf dem Cocktailtisch stehenden Aschenbecher stopfen wollten. Nein, nicht, seid ihr verrückt? Nicht da, da sind vielleicht Spuren zu finden, ihr Idioten. Er haute beide. Da habe ich jetzt dazu erfunden, das wäre doch besser gewesen, hätte ich das noch da geschrieben. Ja, muss ich noch mal schreiben. Dann können wir uns wiedersehen. Also, tschüss. Ich lese einfach hier mal weiter. Der Aschenbecher war randvoll gefüllt mit Kippen. Die Polizisten verkrochen sich erst kleinlaut in den kleinen Erker des Zimmers, in dem ein Gummibaum sein Zuhause hatte. Dann gingen sie in die Küche, wollten ihre Zigaretten im Spülstein ausdrücken. Auch das erlaubte der Kommissar nicht. Ihr trampelt hier mit euren Polizeistiefeln ja alle Spuren kaputt. Der Kommissar war außer sich. Die beiden gingen langsam Richtung Haustür, öffneten sie und traten dem Journalistenpulk entgegen, schnippten dabei ihre Zigaretten auf die Erde. Das war für die Fotografen ein Geschenk. Schlagzeile: Polizist schmeißt einfach noch brennende Zigarettenkippe ins Gras. Könnte eine Überschrift werden. Kommissar Schneider fiel eine Schaufel auf, die angelehnt an der Wand stand. Hä? Er nahm sie vorsichtig mit einem Tuch, das er aus der Jacke fummelte, und legte sie langsam auf die Couch. Dann nahm er sich die Leiche vor. Hört sich an wie falsches Deutsch, ist aber nicht. Dann nahm er sich die Leiche vor.
Der Kommissar hatte sich mühevoll dünne Gummihandschuhe übergestreift und beugte sich jetzt über das Opfer. Komisch. Die Person lag mit dem Gesicht nach unten auf dem abgelatschten Laminat. Sie war mit einem schwarzen Umhang mit Kapuze bekleidet. Als der Kommissar die Leiche umdrehen wollte, ging es ganz leicht. Kein Wunder, die Leiche war hohl. Aus der Leiche guckten ein paar Drähte, Kondensatoren, Widerstände, sonstige Elektroteilchen. Sie füllten den ganzen Körper aus. Das ganze Zeug sprang ihm mit einem Spoing fast ins Gesicht. Alles Elektronik, das heißt, jetzt handelte es sich um Elektromüll, wie der Kommissar sofort erkannte. Aber durch die Kopfwunde sah er das Gehirn. Das war echt. Was war denn hier los? Was ist denn das hier? Ich glaube, ich spinne. Der Kommissar war wie vor den Kopf gestoßen. Er fasste wie zufällig an ein Handgelenk der Leiche, weil er sie ein zweites Mal umdrehen wollte. Es fühlte sich an wie Plastik. Womit hatte er es denn wohl hier zu tun? Mit einer Puppe, die aus menschlichen Teilen und Elektronik bestand? Was sollte das denn darstellen? Wiederholte Fassungslosigkeit. So etwas hatte er in seiner langen Laufbahn noch nie gesehen. Willkürlich überschlage ich ein paar Seiten. Die Baracke war in einen tiefen Nebel gehüllt. Kommissar Schneider, der dort noch einmal hingefahren war, um der Sache noch etwas tiefer auf den Grund zu gehen, vernahm Geräusche aus dem Nachbarhaus. Zuerst hatte er am Tatort die Schallplatte der Band Iron Butterfly gehört, war dabei selig eingeschlafen. Jetzt wachte er auf der Couch liegend auf. Neben ihm auf dem kleinen Tisch lag die Wohnzimmerlampe, die er abmontiert hatte. Und wieder zurück. Er schaute sich irritiert um. Die beiden Polizisten guckten blöde und teilnahmslos aus ihren Uniformjacken raus. Kommissar Schneider nahm den vorsintflutlichen Hörer von dem an der Wand im Flur befestigten Telefonapparat und wählte die Nummer der Feuerwehr. Er hatte nicht vergessen, wie man einen altmodischen Telefonapparat bedient. Dort wurde er zum technischen Dienst durchgestellt. Ein gewisser Herr Franke kümmerte sich um elektronische Belange. Man beschloss zunächst, nichts nach außen dringen zu lassen. Der Herr Franke würde sofort abkömmlich sein. Der Kommissar hatte jetzt ungefähr 10 Minuten Zeit, die Sache mit den Journalisten zu klären. Er trat kurz vor die Haustür und bat um Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, bitte haben Sie Verständnis, dass ich in der derzeitigen Situation keine Auskünfte geben kann. Ich muss zunächst den Tatort vollkommen sperren lassen. Bitte gehen Sie aus dem Bereich heraus und lassen Sie am besten auch diese Ortschaft über den Laufenden halten. Es ist ein Fall eingetreten, der es erforderlich macht, den Katastrophenschutz mit einzubeziehen. Auf Wiedersehen. Für den Fall einer Nichtbefolgung meiner Anordnung werden Sie unverzüglich in polizeiliches Gewahrsam genommen. Das ist kein Scherz, fügte der Kommissar noch hinzu.
Schubert. In Absprache mit mir. Ich hole mal eben einen Schluck zu trinken. Ne? Kleiner Waldweg. Johnny ist sichtlich aufgeregt unterwegs. Seine Mutter sitzt im Versteck, das die beiden sich nachts aus Ästen und Zweigen gebaut haben. Danach haben sie es mit Rasenstücken überdeckt. Mutter friert. Johnnys Schritte werden schneller. Er hat vor, zur Polizei zu gehen und dort einfach mal nachzufragen, ob etwas Außergewöhnliches passiert ist im Ort heute Nacht. Johnny stellt sich das ganz einfach vor. Er will so tun, als hätte er irgendwas gehört von irgendjemandem, den er aber nicht kannte. Man hätte ihm sowas erzählt, er will sich als unwissend darstellen. Dann könne man ihm ja nichts. Niemals würden die doch eine Verbindung mit ihm nachweisen können. Er hat alle Spuren verwischt. Das hat er mal im Fernsehen gesehen, wie man das macht. Es ist ja dann auch wohl kein Blut, was geflossen ist, denkt er noch. Man könnte ihn höchstens wegen Sachbeschädigung anklagen. Das wäre noch harmloser, als einen Hund totzutreten. Die sind so dumm. Mit diesen Gedanken betritt er das Polizeipräsidium. Er denkt noch, wenn er einen LKW-Führerschein besäße, könnte er auch als Busfahrer arbeiten. Dann würde er einen vollbesetzten Bus zum Beispiel in den Alpen einfach einen steilen Abhang runterrasseln lassen. Im letzten Moment mit, sagen wir mal, einem heimlich umgebundenen Fallschirm rausspringen, sich über die vielen Toten und Schwerverletzten, die da unten zwischen den Ästen oder Steinen eingeklemmt lägen, rumkrochen, lustig machen. Johnny war ein Sadist. Er lacht innerlich, als er durch die Drehtür hüpft. Wenig später klicken die Handschellen um seine Handgelenke. Das Landeskriminalamt hat einen Gedankenleser in der Drehtür installiert. Das hat Johnny nicht gewusst. Kommissar Schneider sitzt am Tisch. Seine Frau hat ihm Knödel gemacht. Rotkohl mit Pflaumen, dazu eine halbe Hausente. Kommissar Schneiders Lieblingsspeise. Übrigens auch meine. Meinst du, das hat irgendwas mit Politik zu tun? Die Frau Kommissar war wirklich ziemlich blöde. Was soll denn der Scheiß, mein Hase? Wieso Politik? Ich erzähle dir ja was von, sagen wir mal, künstlicher Intelligenz. Du kommst hier mit so einem Quatsch. Mein Gott, wie naiv du bist, Hase. Der Kommissar hatte sich diesen Kosenamen für seine Frau ausgedacht, damit er nicht mehr irgendwann zufällig einen falschen Frauennamen nennt. Dann hätte er einen Riesenärger am Hals. Das war klar wie Kloßbrühe. Unvermittelt springt Kommissar Schneider auf und rennt ins Wohnzimmer. Verdammt, beinahe verpasst. Er springt aufs Sofa, fuchtelt mit der Fernbedienung des Fernsehens rum. Du weißt genau, dass ich immer die Rasselbande im Fernsehen gucke. Und du sitzt da und machst gar nichts, meine Güte. Der Kommissar ist aufgebracht. Seine Lieblingssendung ist für ihn die einzige Verbindung zum normalen Leben. Johnnys Mutter sorgt sich. Wo bleibt denn Johnny? Sie kriecht in einem Versteck, in ihrem Versteck unentwegt von links nach rechts und zurück. Dabei malt sie sich aus, wie Johnny seine Motorradposter und die zwei Poster mit den Mädchen im Bikini, die sich unter der Sonne von Kalifornien entspannen, hier in diesem beschissenen Versteck versucht, irgendwie an die Wände zu pinnen. Und sie malt sich auch aus, wie sie diese ihr so verhassten Poster wieder abreißt und den 1000 Stücke zerrissen im Papierkorb verschwinden lässt. Genauso hat sie es immer gemacht. Das einzige Foto, was sie im Zimmer ihres Sohnes zugelassen hat, war ein Foto von ihr selber, das sie in einem weißen Kleid, ihrem Hochzeitskleid, zeigt. Allerdings fehlt die ganze linke Seite des Fotos. In ihrer... Gar nicht.
habe es noch lange nicht gelesen. Ich kann mehr. In ihrer Hand ist nur eine unbekannte andere Hand zu sehen. Schnipp, einfach abgeschnitten. Ah. Kommissar Schneider bewegt seinen Zeigefinger immer wieder von oben nach unten über die Unterlippe. Dabei klappt die Lippe immer kurz nach unten um und gibt einen kurzen Moment den Blick frei auf seine unteren Schneidezähne. Er sitzt schon seit Stunden an seinem Schreibtisch und schaut sich die Fotos aus der Rechtsmedizin an, eigentlich aus dem technischen Labor. Die, in Gänsefüßchen, Leiche, die in der Baracke abgeholt worden ist, ist zunächst zur rechtsmedizinischen Abteilung von Professor Herrschleim gebracht worden, der diese ordentlich in ihre Einzelteile zerlegt hat. Der befand, dass es sich bei der Figur um Teile einer Schaufensterpuppe, um menschliches Gewebe, fast ganze Körperteile darunter, Elektronik und auch Gehacktes, handelsübliche Ware handelt. Eine Schaufensterpuppe war sozusagen mit dem ganzen Zeug vollgestopft worden. Anschließend ist das Lebewesen an die technische Werkstatt der Polizei übergeben worden. Dort hat man die elektronischen Teile untersucht und herausgefunden, dass ein paar Kondensatoren und Widerstände zwar im Fachmarkt erhältlich sind, bei zwei winzigen Transistoren jedoch fand man keinerlei Hinweise auf den Hersteller, anscheinend Selbstbau. Das war schon außergewöhnlich. Die Herren vom Labor haben den Kommissar auch darauf hingewiesen, dass diese Teilchen eventuell radioaktiv oder sonst wie verseucht sein könnten. Er müsse auf jeden Fall Vorsicht walten lassen, sollte er die Leiche noch einmal anfassen. Und er solle umgehend eine Blutuntersuchung bei sich machen lassen. Er könnte sich bei der Erstbetrachtung am Tatort eventuell kontaminiert haben. Auch Hautsporen sollten untersucht werden. Der Aschenbecher war auf jeden Fall schon mal voller Spuren von Nikotin. Morgen. Ich hätte gerne Lötdraht. Wenn es geht, verbleit. Oh, das wird nicht möglich sein, der Herr. Verbleiter Lötzinn darf nicht mehr verkauft werden. Aber wenn Sie mir etwas schenken könnten, ich würde mich dann auch erkenntlich zeigen dafür. Mit zum Beispiel Kleinigkeit, vielleicht Geld. Das ist eine Möglichkeit, der Herr. Ich bin kurz hinten. Der Verkäufer im Elektronikfachgeschäft verzieht sich hinter den dreckigen Vorhang, der den privaten Teil vor dem Verkaufsraum schützt. Denn der Besitzer wohnt hier auch. Der Käufer wartet vor der Theke. Er trägt einen hellen Übergangsmantel mit Lederknöpfen, zweireihig. Seine Haare sind erst vor kurzem geschnitten worden. Ja, er kommt eigentlich gerade vom Friseur. Ein Auge ist etwas geschwollen hinter einer dickglasigen Brille. Scheint eine Allergie zu sein, denkt eine andere Kundin, die gerade den Fachhandel betritt. Sie trägt einen Chihuahua auf dem Arm. Der Köter knurrt. Der Mann dreht sich kurz um und mustert die Dame mit verächtlichem Blick. Da kommt der Verkäufer zurück mit einem schwungvoll aufgeworfenen Vorhang. Hier der Herr, Ihr bestellter Transistor. Das Wort Transistor zieht er auffällig lang, sodass es der Kundin eigentlich aufgefallen sein müsste. Doch die sagt zu ihrem Hund, fein, weil der sich hingesetzt hat. Der Herr nimmt den Transistor entgegen und überreicht dem Verkäufer den geforderten Betrag von 95,95 Euro. Entschuldigung, ich muss mich verbessern. 45,95 Euro, das andere wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Bedankt sich und geht. Jetzt ist die Dame dran. Bitte schön, die Dame. Der Käufer des Lötdrahtes versteckt sich neben dem Fachgeschäft in der kleinen Seitengasse. Was hat er vor? Kommissar Schneider liegt in der Badewanne. Hase, wasch mir den Rücken.
Die Frau des Kommissars kommt mit einer Wurzelbürste angelaufen und beginnt, dem Kommissar den Rücken zu waschen. Der Kommissar macht dafür einen Buckel. Er ruft nach dem Hund. Rektor, Rektor, komm bei Papa. Der deutsche Dackel kommt sofort angehumpelt. Er hat noch eine lebende Maus in der Schnauze. Lass das doch. Der Kommissar wischt dem Dackel mit der Handbewegung die Maus aus der Schnauze. Die Maus hüpft weg, wieder hinter die Wandvertäfelung. Frau Kommissar ist bereits laut kreischend auf die Waschmaschine gesprungen. Sie hasst Mäuse, hat außerordentlich Angst vor diesen kleinen, possierlichen Tierchen. Wenig später ist der Kommissar schon wieder unterwegs ins Präsidium. Dort wartet die Befragung des Verdächtigen auf ihn. Johnny sitzt mit ausgestreckten Armen am Verhörtisch im schalldichten Raum. Die Handschellen hat er abgenommen bekommen. Er hat in der einen Hand eine Zigarette. Das hat man ihm wohl erlaubt, denkt der Kommissar, als er den Raum betritt. Guten Morgen, Herr Espelkamp. Johannes Espelkamp, ich habe überhaupt nichts gemacht. Was soll ich hier? Der Kommissar setzt sich wortlos ihm gegenüber. Dann stiert er ihn lange an. Espelkamp soll nervös werden. Was soll das? Espelkamp wird ungehalten. Er zieht an seiner Zigarette. Bis er den Rauch störrisch auspustet, vergeht eine Zeit. Der Kommissar bleibt bei seiner Methode. Espelkamp beginnt zu reden. Ich wollte ja nur helfen. Der Kerl war plötzlich da und dann... Jäh, unterbricht ihn der Kommissar. Wer war da? Was haben Sie getan? Espelkamp. Wie jetzt? Was? Ich will nach Hause. Schnell hat er begriffen, dass der Kommissar gar nichts weiß. Seitengasse des Elektrofachgeschäfts. Entschuldigung, kommen Sie bitte, mir geht es nicht gut. Der Mann, der den verbleiten Lötzinn gekauft hat, liegt auf dem Boden in der kleinen Gasse, als die Kundin den Laden verlässt und an der Gasse vorbeigehen will. Sabber läuft ihm aus den Mundwinkeln. Helfen! Mehr bekommt er nicht raus. Die junge Frau will helfen und beugt sich über ihn. Da schießen seine Arme förmlich aus dem Körper heraus und ziehen die Frau zu sich auf den Boden. Schnell den Wattebausch mit Chloroform ins Gesicht gedrückt. Die Frau wird ohnmächtig. Der Mann muss jetzt schnell handeln. Er springt auf, nimmt die Frau unter den Achseln hoch, schleift sie ein Stück über den Bürgersteig zu seinem schon am Rinnstein wartenden Auto, ein blauer Lieferwagen. Er buxiert sie auf den Beifahrersitz. Dann steigt er ein und fährt langsam weg. Den kleinen Hund lässt er einfach kläffend zurück. Johnny kann nicht länger festgehalten werden. Die Sache mit dem Bus, den er in den Alpen den Abhang runterschützen wollte, das hat man in der Drehtour aus seinen Gedanken lesen, konnte er widerlegen. Er sagt dem Kommissar, dass es sich um ein Buch handle, das er schreiben will. Und er denke sehr oft daran, wie er die Geschichte dramatisieren könne. Zu den Vorfällen im Haus an der Brache wisse er nichts. Er sei noch nie in dieser Gegend gewesen. Solange es noch keine verwertbaren Spuren gibt, kann der Kommissar auch keine Verbindung zu ihm feststellen. Vielleicht bringt ja die KTU heute Nachmittag ein paar Neuigkeiten mit, wenn die Spurensicherung endlich abgeschlossen ist. Bislang wurde nur ein einziger Fingerabdruck gefunden, der aber passte nicht zu Johnny. Die genetischen Spuren werden noch dauern, das Labor ist überlastet. Der Kommissar hat zwar äußerste Priorität angeordnet, doch der Polizeipräsident hat die Anordnung gekippt, weil sein Fahrrad gestohlen worden ist. Vor seiner Haustür und mein Mann ein Haar in unmittelbarer Nähe des Fahrradständers gefunden hat. Was jetzt zuerst dran war, will jemand ein Pez? Dass es ein Haar des Polizeipräsidenten sein würde, weiß man noch nicht.
Dankeschön. Die Eigenkompositionen sind doch die schönsten. Mutter ist aus ihrem Versteck ein paar Schritte nach draußen gegangen. Wo bleibt denn Johnny nur? Sie zermartert sich das Gehirn. Was, wenn er einfach abgehauen wäre oder er eine Frau kennengelernt hätte und die würde ihn jetzt vor vollendete Tatsachen stellen, sodass er sich genötigt fühlte, sich zu entscheiden, sie oder ich, also die Mutter. Die Mutter rastet förmlich aus bei diesem Gedanken. Was für eine ekelhafte Person. Da, eine Frau geht anscheinend ganz alleine durch den Wald spazieren. Mutter sucht in Windeseil den Schatten einer Robinie. Dort steht sie wie angewurzelt und lässt die nichts ahnende Frau fast vorüberschreiten. Doch, dann... Yeah! Yeah! Springt sie aus dem Schatten. Der Robinie. Dort steht sie wie angewurzelt und lässt die nichtsahnende Frau fast vorüberschreiten. Doch dann, yeah! Ah, hab ich schon, ne? Springt sie aus dem Schatten der Robinie. Robinie. Und fällt über die Frau her, wirkt sie mit beiden Händen so gut sie kann. Die Frau versucht zu schreien. Nur ein jämmerliches Geglucksel kommt aus ihrer Kehle. Mutter grinst, als sie die Frau zu Boden drückt. Es ist ja ganz einfach. Die Frau wiegt ungefähr so viel wie ihr Hund Rico. Ein Schäferhund-Mix aus dem Tierheim, der letztes Jahr gestorben ist. Verhungert. Einfach verhungert. Mutter ist jetzt noch schockiert, wenn sie daran denkt. Wie konnte das passieren? Sie ist vielleicht 2 Wochen nicht da gewesen. Sie hatte sich auf Johnny verlassen, als sie in U-Haft war. Aber der ungehorsame Bengel hat sich natürlich überhaupt nicht um das arme Tier gekümmert. Doch Mutter hat ihm verziehen. Er war eben noch nicht so weit, dass er mit Tieren umgehen konnte. Die Frau haucht den letzten Rest Leben aus. Pfft, kommt es noch aus ihrem Mund. Mutter ist in einen unbändigen Hass verfallen. Sie nimmt einen Knüppel vom Boden auf, Totholz aus den Buchen, die den Wegesrand säumen, und schlägt derb auf das Gesicht der Frau ein. Immer wieder und noch einmal. Und jetzt, du Flittchen, wirst mir meinen Johnny nicht wegnehmen, du Nutte, du dreckiges Stück Scheiße. Literatur, Literatur. Sie tritt sie auch mit Füßen, bis ihr der rechte Fuß wehtut, sodass sie, als sie von der Frau endlich ablässt, nur noch humpelnd ihren Weg fortsetzen kann. Die Frau ist noch nicht ganz tot, sie bewegt sich plötzlich wieder. Das heißt, aus ihrer Stirn gucken ein paar Drähte, die sich kringeln und dann einfach abbrechen. Doch Mutter bemerkt das nicht mehr, sie ist schon wieder in einer anderen Welt. Kommissar Schneider legt den 4. Gang ein, tritt aufs Gaspedal. Der Nissan neigt sich nach hinten und startet auf der Autobahn durch. An seinem freien Tag will der Kommissar mal das Auto richtig ausfahren. Das geht genau 2 Minuten, da leuchten schon die Bremslichter der vor ihm auftauchenden Autos auf. Stau. So eine Scheiße. Kommissar Schneider braucht für die darauffolgenden 2 Kilometer 1 Stunde. Völlig entnervt nimmt er die Abfahrt und fährt auf der entgegenkommenden Fahrbahn zurück zum Präsidium. Wieder Stau. Diesmal braucht der Kommissar doppelt so lange. Klar, 16:10 Uhr, Berufsverkehr auf dem Höhepunkt. Rasch
Hour. Rush Hour. Als der Kommissar seinen Wagen wieder auf dem Parkplatz im Polizeipräsidium abstellt, ist es 18.26 Uhr. Noch 4 Minuten, dann ist offiziell Feierabend. Aber nicht für Kommissar Schneider. Er muss auf jeden Fall noch die Spesenabrechnung machen. Danach erst hat er frei. Kapitel 3. Der Mann hat in seiner Wohnung im 14. Stock des William D. Rigotti Building bereits sein Opfer in 7 Teile gesägt. Die oszillierende chirurgische Säge gehört zu seinen Lieblingswerkzeugen. Die Frau hätte einfach nicht den Elektronikfachmarkt betreten dürfen. Niemand darf wissen, wer er ist und was er kauft. Es geht niemanden etwas an. Die Begegnung war ihr Todesurteil. Wer weiß, vielleicht hätte sie ihm gefährlich werden können. Den Verkäufer braucht er vielleicht noch, sonst wäre er auch schon klein gesägt. Der Mann hat die einzelnen Teile in Müllsäcke verbracht, nur den Kopf hat er erst einmal in einen Eimer mit Sägemehl gelegt. Beine, Arme und der zersägte Torso liegen schon in der Tiefkühltruhe im Keller des Hochhauses. Dafür musste er 4-mal mit dem Aufzug nach unten und wieder hoch. Sein Keller ist nur mit Holzlatten vom Kellergang getrennt. Ein Zahlenschloss muss ausreichen. Hier würde kein Mensch etwas Ungewöhnliches vermuten. Alle haben hier Tiefkühltruhen. Und der Waschkeller mit den einzelnen Waschmaschinen und Trocknern wird zwar oft frequentiert, aber da würde niemand plötzlich neugierig werden. Nein. Die Leute hier sind viel zu beschäftigt mit ihrem eigenen Scheiß, sodass sie nur schnell die Wäsche machen und sofort wieder abhauen. Der Mann ist gerade noch im Begriff, mit einem Obstlöffel die Augen aus dem Kopf der zersägten Frau zu pulen. Da schellt das Telefon. Karl, bist du es? Seine nüchterne, aber freundliche Art passte irgendwie nicht zu dem, was gerade geschehen war. Es war Karl. Karl wollte gleich mal vorbeikommen. Er spielte mit dem Mann Schach, sozusagen sein Schutzschild, sein Alibi, wenn man so will. Ja, ich bin zu Hause, ich würde mich freuen. Ja, bis gleich. Er legte auf, dann nahm er die Augen und wickelte sie in ein Leinentuch. Anschließend in den Kühlschrank, damit ins Gemüsefach. Da blieben sie am längsten frisch, er würde sie noch gebrauchen. Dann schnell alle sonstigen Spuren verwischen. Es war noch Blut in der Badewanne, wo er die Frau zersägt hatte. Aber er war ja gut vorbereitet, er hielt alles sozusagen immer bereit. Kaum war damit fertig, stellte es auch schon. Er öffnete die Wohnungstür, Karl trat ein. Guten Abend, Jerome. Hier, ich habe uns eine Flasche Rotwein mitgebracht. Sie küssten sich. Und dann setzten sie sich ins Wohnzimmer, wo das Schachbett bereits aufgebaut stand. Karl machte den ersten Zug. Allein der konnte schon dazu ausreichen, dass Jerome verlöre, wenn er nicht höllisch aufpasste. Ein wahrer Meister, der Karl. Der Tatort war unberührt. Kommissar Schneider fummelte in dem kleinen Häuschen an dem Plattenspieler rum, der auf dem Sideboard stand. Es lag noch eine Schallplatte drauf, die sich anscheinend so lange gedreht hatte, bis der Strom abgestellt worden war von der Spurensicherung. Das wird immer gemacht, damit sich nicht vielleicht in der Zwischenzeit ein Unfall ereignet. Es könnte ja eine Überspannung geben, somit eventuell eine Lampe durchbrennen, dadurch vielleicht ein Funke überspringen. Vielleicht war der Gasherd nicht ordnungsgemäß angeschlossen, dann gäbe es eine Explosion, dann wäre der Tatort versaut. Kommissar Schneider legte die Platte noch einmal von vorne auf und lehnte sich mit hinter dem Kopf verschränkten Armen in die gelbliche Couch hinein. Exception, eine holländische Band, das Album hieß Beggar Julia's Time Trip. Rick van der Linden war der Organist und Komponist, aber er hatte auch viele Bach-Suiten bearbeitet. Das gefiel dem Kommissar und er dirigierte mit geschlossenen Augen mit, fuchtelte mit dem rechten Arm in der Luft rum, wie es wohl Sir Simon Rattle oder sogar Richard Strauss auch nicht besser gekonnt hätte. Jam, pam, 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 jam, pam, pam, jam, padam und so weiter. Nachdem er die Platte bis zum Ende gehört hatte, fiel ihm wieder ein, warum er hier war. Er wollte die Lampe abschrauben und mit aufs Präsidium nehmen. Da war Blut dran. Bisher waren keine Blutspuren an dem Teppich gefunden worden oder in unmittelbarer Nähe des Fundortes der Leiche. Wo bin ich denn jetzt? Mutter lag in ihrem Versteck.
Da ist noch eine Treppe, da gehe ich her. Mutter lag in ihrem Versteck. Sie trug die Klamotten der Frau, die sie soeben erwürgt hatte und anschließend achtlos weggeschmissen hatte. Dafür war sie sogar noch einmal zurückgekommen, einfach den Abhang runter, da wo die alte, vollgepisste Couch hochkant aus den Brennnesseln ragte. Die leeren Konservendosen und das halbe Moped. Dass die Frau noch bei Bewusstsein war, hatte sie noch nicht mal bemerkt. Nur, dass sie fast nichts bog. Sie dachte nach. Das war aber nicht ihre Stärke, aber diesmal wurmte sie etwas. Was hatte denn eigentlich dieser Kerl von ihr gewollt? Und warum hatte er sich nicht gewehrt, als Johnny ihm den Schädel eingeschlagen hatte? Was war das überhaupt für ein komischer Typ? Da war doch nichts echt dran. Die fehlenden Drähte und das ganze Zeug, was aus dem rausguckte. Sie hatte das ja irgendwie bemerkt. Und dann, als Johnny ihn vollends kaputt gehauen hatte, hatte sie sich ja auch total erschrocken. Und dann sind die ja wieder sofort raus aus dem Haus, haben nur ein paar Kleinigkeiten mitnehmen können. Ausweis, Unterhosen, Zahnbürste. Rückblick. Kamm. Ich wiederhole nochmal, das versteht man den Zusammenhang nicht. Es treten auf Kommissar Ivan. Ich mach das nochmal. Soll ich nochmal lesen, der Hände? Also, Kleinigkeit mit dem Ausweis, Unterhose, Zahnbürste, Kamm. Weil ich musste umblättern und ich lese gern mit einer Hand. Ich bin Einhandleser. Mehr war nicht drin gewesen. Es musste blitzschnell gehen. Johnny hatte sie einfach mitgerissen. Sie wollte noch bleiben, die Lockenwickler zusammensuchen, das Bratenfett und die Pfanne. Die Milch war auch noch frisch. Aber nein, Johnny ließ es nicht zu. Mutter war sauer. Hier war noch nicht mal ein Kühlschrank, nur Dreck. So sollte sie jetzt ihr Leben weiterleben müssen? Eine Schande. Johnny kam ins Versteck reingekrochen. Mutter, wir müssen umziehen. Die Bullen haben was gemerkt. Die kommen uns sonst holen. Komm, pack dein Zeug, wir hauen ab. Mutter wollte nicht. Ich bleib. Du kannst ja machen, was du willst. Du machst ja sowieso, was du willst. Du Schwein. Du hast den Kerl doch kaputt gemacht. Nicht ich. Ich bleib hier. Johnny knallte ihr umgehend eine. Pack deine Sachen los. Mutter blieb nichts anderes übrig. Sie nahm den Ausweis, die Unterhosen, den Kamm, die Zahnbürste und dann, nachdem sie das Versteck mit den Füßen zertrampelt hatten, liefen sie in Richtung Süddeutschland. Man sah noch lange ihre Silhouetten am Abendhimmel, bevor sie ganz verschwanden. Spannend, ne? Ein Blick auf die Uhr sagt mir die Zeit. Nichts abmontieren, nichts abmontieren! Der Regisseur flippte förmlich aus. Vor der Linse seiner immens wichtigen Kamera spielte sich gerade ein Drama ab. Ein dicker, nur mit einer Art Windel bekleideter Mann, eingeölt mit Mandelöl, trug Sandalen aus Lederriemen. Er wurde von einem anderen Mann, der einen langen purpurnen Mantel trug, auf dem in großen Buchstaben Petrus gestickt war, unter den Achseln gestützt. Hinter den beiden auf einer Leiter waren zwei Monteure damit beschäftigt, den verrosteten Badeboiler, der in der Wand verankert war, abzubauen. Eine Frau mit einem Stecknadelkissen um das Handgelenk fummelte ein bedrucktes Blatt Papier aus der Tasche und überreichte es dem Regisseur. Hier die Rechnung für die Stickereien. Der Regisseur flippte erneut aus. Doch nicht jetzt! Du dummes Stück, du siehst doch, was wir für Problems haben. Entschuldigung, Problems. Hier läuft doch mal wieder alles schief. Hau ab! Die Arme verdrückte sich schnell woanders hin. Der Regieassistent hob die Klappe hoch. Warte, los aus dem Bild, ihr Schwachköpfe. Ja, ihr seid gemeint. Lasst das doch, der Badeboiler bleibt dran. Ready! Die Klappe wurde ein weiteres Mal vom Regieassistenten hochgehalten. Der Bulle von Nazareth. 4. Vierte Klappe. Ja, der Bulle von Nazareth, vierte Klappe. Dann summten die Innereien der wertvollen Kamera und die beiden Darsteller begannen mit dem Schauspiel. Wilfried, mein Ein und Alles, was muss noch geschehen, damit du für immer bekannt wirst?
Mach dir keine Sorgen. Mit einem verstohlenen Blick auf die Schrift auf dem purpurnen Mantel. Petrus. Mach dir keine Sorgen. Mit einem Blick auf die Schrift auf dem purpurnen Mantel. Petrus. Ich werde das Ding schon schaukeln. Der Regisseur raste vor Wut. Das Ding schaukeln. So ein Quatsch. So spricht man doch nicht im Jahre 28 nach Christi Geburt. Musik setzte ein, die Szene wurde noch einmal gedreht. Wie geil ist das denn, Bro? Fly! Echt memed. Dein Sticker auf diesem Purple Coat. Du bist ein Killer, du Opfer. Ja, das ist es! Das ist es! Der Regisseur war zufrieden. Boah. Er sprang von seinem Klapphocker auf und verbreitete Atmosphäre. Etwas weiter weg vom Set warteten ein paar Statisten auf ihren Einsatz. Sie lagen gelangweilt auf einer Holzpalette. Jerome hat verloren. Er schüttete Karl und sich einen trockenen Rotwein ein. Die Gläser sind halb voll. Prost, Karl! Karl ist es etwas peinlich, wieder mal gewonnen zu haben. Danke, Jerome. Es war aber nicht leicht. Ach, Quatsch, Karl. Ich weiß doch, dass ich nicht der Größte bin im Schach. Lacht. Ich habe noch nie gewonnen. Bei diesen Worten lässt Jerome sich nicht anmerken, dass er innerlich so aufgewühlt ist wie lange nicht mehr. Wieso gewinnt dieser Scheißkerl immer? Was mache ich falsch? Bin ich nicht immer unheimlich zuvorkommend gewesen? Was bildet der Kerl sich eigentlich ein? Ekelhaft. Hier, nimm noch ein paar Plätzchen. Ich habe sie selbst gebacken. Karl greift zu. Er weiß nicht, dass Jerome diese Plätzchen mit Arsen versetzt hat. Dieses Gift wirkt eigentlich nicht sofort, doch die Dosis macht's. Die Plätzchen sind schnell aufgegessen, denn Karl mag sie unheimlich gerne. Außerdem liebt er Jerome über alles. Er hat keinerlei Argwohn. So wundert er sich auch nicht, dass er nach ungefähr 40 Sekunden seitlich absackt und mit schmerzverzerrtem Gesicht den Sessel runterrutscht. Die jetzt blaue Zunge hängt ihm so weit aus dem Hals, als er Jerome mit einem letzten ungläubigen Blick durchbohrt. Tot. Jerome schleppt ihn sofort in seine Küche, schmeißt ihn längs auf den Fußboden, dann öffnet er den Küchenschrank und holt die oszillierende Säge raus. Der Polarfuchs ist ein Meister der Tarnung. Hier sitzt er mitten im Schnee und keiner kann ihn sehen, denn beide sind weiß. Der Fernseher plärrt eine Dokumentation über die Arktis. Jerome hört mit einem Ohr zu. Die Säge dringt tief in den rechten Oberarm von Karl ein. Das Geräusch ist beißend laut, bellend laut, als die Säge in die Knochen eindringt. Schnell ist Karl in die erforderlichen 7 Teile demontiert. Der Kopf landet in einem Korb, Jerome entnimmt die Augen, der Rest kommt in Müllsäcke fest verschnürt. Ist jetzt schon seine 7. echte Leiche, aus der er einen Hybriden macht. So nennt er selbst seine Erfindung. Seine Geschöpfe, wenn man so will. Zusammen mit den richtigen Komponenten wird auch Karl sicherlich ein besonders funktionstüchtiger Hyb. Das ist die Kurzform von Hybrid. Dann wieder 4-mal in den Keller. Jetzt ist die Kühltruhe voll. Dieses Mal steigt ein Bewohner des Hauses im Aufzug zu. Jerome versteht es, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, um nicht aufzufallen, denn er hat noch einen schwarzen Müllsack mit Leichenteilen bei sich. Sie sind sicherlich neu hier, oder? Der Zugestiegene bejaht. Er sagt nichts, guckt nur doof vor sich hin. Ich meine, dieses Haus ist sauber, verstehen Sie? Hier wird noch richtig sauber gemacht. Der Flur zum Beispiel, ich war letzte Woche dran. Da habe ich natürlich geputzt. Alles muss blank sein, wie neu, verstehen Sie? Machen Sie das denn auch so? Oder mehr so schnell mal drüber und fertig? Kölsche Wisch? Sie verstehen... Sie
Sie verstehen mich doch richtig? Hatten Sie jetzt nicht Flurdienst? Und wie sieht das hier aus? Ich meine, nicht besonders sauber, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dem Mann ist das Gerede sichtlich peinlich und auch etwas übergriffig. Hören Sie, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber das sind Sie bereits, junger Mann. Dann steigt der junge Mann aus, nicht ohne noch einmal zu beteuern, dass er jetzt putzen will, heute noch. Das will ich auch meinen. Jerome geht wieder in seine Wohnung. Er wirkt enttäuscht. Er blickt aus dem Fenster und murmelt vor sich hin. Scheiß Wetter, Mist. Dass die im Wetterbericht nie das ansagen können, was dann wirklich ist. Ich mache mir einen Toast. Er steckt zwei Toasts in den Toaster und wartet, bis es Ping macht. Dann ist das Toast fertig. Der Toast steht ja. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Das kann schon mal passieren. Die Grammatik ist nicht unbedingt mein Freund. Er schmiert sich Butter- und Erdbeermarmelade drauf, setzt sich in die Küche auf den Drehstuhl direkt neben die Körbe mit den Köpfen. Er muss ihnen noch die Gehirne entnehmen. Doch Jerome ist erschöpft. Er kann nicht mehr. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er beißt in seinen Toast und steht auf, geht in den Nebenraum, seine Werkstatt, ungefähr so groß wie die Küche. Er schläft im Wohnzimmer auf der Schlafcouch, die er abends auszieht. Eigentlich sollte die Werkstatt das Schlafzimmer sein. Aber Jerome braucht seine Werkstatt. Er ist nämlich einer der führenden Experten in Sachen Computer- und Robotertechnik. Und hier sträubt sich die Feder, zum ersten Mal fortzufahren. In der Werkstatt liegen ein halbes Dutzend lebensgroße Puppen übereinander gestapelt auf zwei Tischen. Bei fast allen Puppen fehlen Arme und Beine. Die Schädeldecken sind aufgetrennt und seitlich abgewinkelt. Zwei der Puppen befinden sich anscheinend im Zusammenbau, wenn man das so sagen kann. Aus den Schädeln ragen Transistoren, Widerstände, kleine Lötknöbelchen, verschiedenfarbige mit Kunststoff ummantelte Leitungen, kleine Kühlrippen etc. Eine der Puppen besitzt Beine und Arme, grob an den Torso angeklippt mit kleinen Klemmen. Die Arme und Beine sind menschlicher Natur, das Blut ist komplett herausgesaugt und auch darin befinden sich Drähte und elektronische Kleinteilchen. Ein großes Poster klebt an der Wand mit Boris Karloff, der in dem Film Frankenstein gegen Blitze, die vom Himmel auf ihn einschlagen, kämpft. Die Szenerie, die sich dem Betrachter hier bietet, ist nicht leicht zu ertragen. Vor allem, weil der Besitzer, der jetzt eingetreten ist, dabei ohne Rührung in seinen Marmeladentoast beißt. Doch Jerome hat damit kein Problem, er hat Hunger. Das ist ja sein Arbeitsplatz, wenn man so will. Kommissar Schneider lässt sich die Fußnägel schneiden. Seine Frau macht das seit Jahren am besten, er selber kann sich nicht mehr so tief bücken. Die Nägel, die zu Boden fallen, frisst Rektor der Dackel. Das ist sehr viel autobiografisches hier. Der Kommissar liest Zeitung. Auf der Titelseite ist ein großes Foto von ihm, wie er in der Haustür der Baracke steht und seine Ansprache hält. Einer der Fotografen vor Ort hat ein Bild gemacht, ohne dass der Kommissar es bemerkt hat. Jetzt ist er deswegen sauer. Muss das denn sein? Die haben doch wohl nichts Besseres zu tun, als Fotos von Leuten zu machen, die einfach nur ihrem Beruf nachgehen. Er schmeißt die Zeitung in die Ecke. Hase, das war aber jetzt auch nicht nötig. Ich schneide dir hier deine... Achso, die Frau, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Hase, das war aber jetzt auch nicht nötig. Ich schneide dir hier deine schmutzigen Fußnägel und du machst hier noch Dreck, wo ich eben aufgeräumt habe. Schämen sollst du dich. Sie haut ihm mit der flachen Hand eins über den Schädel. Der Kommissar ist entsetzt wegen dieser Respektlosigkeit. Sag mal, spinnst du, Hase? Er springt auf, dabei reißt er sich den dicken Zeh vom rechten Fuß an der Nagelschere, die seine Frau noch immer zwischen den Fingern hält, der Länge nach auf. Mit einem spitzen Schrei hält er sich den Fuß mit der Hand. Dafür muss er sich tief bücken. Es macht Klack, sein Wirbel raus. Kommissar bricht auf der Stelle zusammen. Kurz darauf ertönt das Martinshorn des Krankenwagens in der Straße. Seine Frau hat geistesgegenwärtig die Feuerwehr gerufen. 112.
Doch Kommissar Schneider will auf keinen Fall ins Krankenhaus. Also wird er zu Hause notdürftig verarztet. Mit einem breiten Grinsen übers ganze Gesicht sitzt er danach am Küchentisch und guckt seine Frau an, die Schmerzmittel wirken. Dazu ein Schnaps, dann geht's. Das Einrenken der Wirbelsäule war für ihn ein Kinderspiel, das kannte er schon. Außerdem war die dicke Notärztin ziemlich patent. Nur ein einziger, zugegebenermaßen etwas schmerzhafter Ruck. Der Kommissar war wieder der Alte. Der blaue Lieferwagen fuhr in den Garagenhof am Ende der Straße. Die Fahrertür sprang auf und Jerome setzte erst den linken Fuß auf die Erde, dann zog er den Rest nach. Er öffnete das Tor der Garage mit der Hand, dann die hintere Autotür im Heck des Fahrzeugs und schon sah man die erste Puppe. Gleich mehrere Puppen lagen kreuz und quer übereinander, in sich verhakt. Jerome nahm die Puppen der Reihe nach auf den Arm und trug sie in die Garage. Jerome! Eine Garage. Es roch etwas faulig, aber auch süßlich. Typisch Leichengeruch. Dann schloss er die Türen des Lieferwagens, ging in die Garage. Ihm selbst fiel jetzt auch der penetrante Geruch auf. Er fluchte, aua, eine unbeholfene Handbewegung in Richtung Stirn. Das ist ja ekelhaft. Ich hatte doch Parfüm verteilt überall. Ist das denn so schnell verflogen? Scheiße. Jerome hatte nämlich nicht nur Schaufensterpuppen hier gestapelt, sondern auch menschliche Körperteile, Arme, Beine, Bäuche und so weiter. Das mit der Geruchsentwicklung musste er bald mal in den Griff bekommen, sonst würden die anderen Mieter des Garagenhofs was bemerken, dann wäre er geliefert. Er ging zu einem alten, ausrangierten Küchenschrank, holt eine Tübe Haarspray raus. Haarspray riecht gut, verklebt das Gewebe so, dass man den Geruch etwas binden kann, dachte Klaus. Er leerte alle 18 Dosen über den Körperteil und Puppen aus. Die Puppen glänzten allesamt nach der Prozedur, man konnte sich fast darin spiegeln, dachte Jerome lächelnd zufrieden, genehmigte er sich ein Bierchen, das er aus dem Kühlschrank zauberte. Die Garage hatte einen Stromanschluss, mit der Flasche in der Hand hockte er sich vor eine der Puppen, nahm sein Handy und suchte dann eine Nummer. Spiel von Sebastian Bach. Ich will euch nicht langweilen. Das war Johann Sebastian Bach. 1780, 1760, 1740, 1743. Beethoven 1728. The barrack wall in a deep fork. Lieutenant Snyder, with a car. I'm the sage, not a little bit deeper on the ground to go. Also ich lese in Deutsch nochmal, ich habe auch in Englisch hier. Die Baracke war in einen tiefen Nebel gehüllt. Kommissar Schneider, der dort noch einmal hingefahren war, um der Sache noch etwas tiefer auf den Grund zu gehen, vernahm Geräusche aus dem Nachbarhaus. A sound on the neighborhood. Zuerst hat er am Tatort die Schallplatte der Band Iron Butterfly gehört, war dabei selig eingeschlafen. Jetzt wacht er auf der Couch liegend auf. Neben ihm auf dem kleinen Tischchen lag die Wohnzimmerlampe. So wäre das, wenn wir in Wien leben würden. Dann wären wir um 3 Uhr noch nicht nach Hause. Ah, ich habe noch ein bisschen Zeit. Viertelstündchen kann ich noch lesen, aber das ist das Buch noch lange nicht aus. Das ist unheimlich dick. 180 Seiten. 180 Seiten. Das ist ja viel mehr wie Donald Duck lustige Taschenbücher. Meine Lieblingslektüre übrigens.
Nebenan musste irgendwas los sein. Der Kommissar spitzte die Ohren. Er meinte, Gejammer zu hören. Und da, ein Knall und Applaus. Hä? Hä? Kommissar Schneider stand auf, ging zur Haustür, öffnete diese, guckte raus. Er reckte seinen Kopf um die Ecke. Vor dem Haus nebenan standen mehrere Lieferwagen, in einem kleinen Bus sei eine Kaffeemaschine dampfen. Kein Zweifel, es handelte sich um eine mobile Kaffeebar. Davor standen drei Leute und unterhielten sich mit Pappbechern in der Hand, gefüllt mit Kaffee oder Tee. Das konnte der Kommissar nicht sofort erkennen. Er schritt auf die Leute zu. Hallo, hallo. Die drei unterhielten sich weiter und nahmen keine Notiz von ihm. Der Kommissar stellte sich vor die Kaffeebar, zückte seinen Ausweis. Hallo, meine Damen, meine Herren, Kriminalpolizei, Schneider, was ist hier los? Endlich reagierten sie. Nichts! Wie nichts? Naja, hier wird ein Film gedreht, das sieht man doch. Der Kommissar wurde jetzt ungemütlich. Zeigt mal eure Dokumente. Mürrisch gaben ihm die drei ihre Ausweise. Der Kommissar prüfte sie mit bloßem Auge, dann gab er sie zurück. Was wird denn hier so gedreht? Ein Kinofilm? Ja, was denn sonst? Und welcher Film, wenn man mal fragen darf? Der Bulle von Nazareth. Nazareth, steht doch hier. Der Typ zeigte auf die Tafel, die an der fahrbaren Kaffeebar angebracht war. Darauf stand tatsächlich Filmprojekt Der Bulle von Nazareth, Historienfilm. Was heißt Historienfilm? Das heißt, dass alles sehr realistisch inszeniert ist, ebenso wie es damals wirklich war. Alles? Auch die Unterwäsche und so? Ja, in der Tat. Die Unterhosen sind der damaligen Zeit nachempfunden und kratzten sehr. Diese gesamte Kleidung ist in dieser Art extra genäht worden. Ich bin der Schneider, Hellmann, Peter Hellmann. Das ist die Kostümbilderin, Frau Pfaffenhauf. Und die Setdresserin, Frau Poppen. Was heißt Setdresserin? Diesen Beruf kenne ich gar nicht. Setdresser bereiten alles zum Dreh vor. Zum Beispiel stellen sie ein Tischchen auf, darauf legen sie eine Zeitung, damit der Schauspieler damit spielen kann. SchauspielerInnen, fiel ihm die Setdresserin ins Wort. Sie war sichtlich aufgeregt. Könnt ihr euch verdammt nochmal an die Sprachform halten, die wir vorher besprochen haben? Wir wollten doch gendern. Oh, Entschuldigung, Andrea, das hatte ich vergessen. Jetzt schaltete sich der Kommissar ein. Frau Poppen, wo waren Sie gestern um dieselbe Uhrzeit ungefähr? Und auch Sie, Herr Hellmann, Frau Pfaffenhauf, ist Ihnen hier am Nebenraus oder so etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Der Kommissar war wieder in seinem Element. Die so Befragten verhielten sich sehr zurückhaltend. Alle hielten es wohl für angebrachter, in diesem Fall besser gar keine Informationen rauszugeben. Wir waren ja drin. Gestern hatten wir einen ziemlich anstrengenden Nachdreh. Die Scheinwerfer waren draußen aufgestellt und diese HMI sind sehr grell. Da gehen wir nicht raus. Wir wollen uns ja nicht die Augen verderben. Als der Kommissar wegfuhr, sah er im Rückspiegel, wie sich die drei anscheinend ziemlich lautstark stritten. Er hörte noch, du dumme Sau. Es fällt dir ein, mir hier vor so einem Bullen ins Wort zu fallen, mich auch nur wegen deinem scheiß Genderwahn zurechtzuweisen, du Arschloch. Arschlöchin, dumme Säuin, wenn du schon anfängst, so mit mir zu sprechen. Dabei haute sie ihrer Widersacherin dermaßen aggressiv eins auf die Fresse, dass die Arme sofort anfing zu bluten. Der Kommissar gab Gas, für sowas hatte er nicht das geringste Verständnis. Donna O. in Pose singt in ein goldenes Mikrofon. Mr. Besserwisser aus der Verbesserungsanstalt weiß immer alles besser, nichts wissen lässt ihn kalt. Mr. Besserwisser hat immer Fachwissen parat. Mr. Besserwisser bis zum Bitte zum Telefonapparat. Am anderen Ende wartet einer, der nichts weiß. Mr. Besserwisser, erzähl ihm irgendeinen Scheiß. Ja, genau so, Donna. Und immer schön mit dem Hintern wackeln dabei. Brust raus, die Leute wollen dich ganz sehen. Wir machen es gleich nochmal. Gut so, nichts verändern. Aber ich dachte, du hättest das aufgenommen, Brian. Donna, ich bin Profi. Erst muss es sitzen. Also auf Anfang, Gerd. Wir brauchen mehr Licht von hinten. Der Oberbeleuchter kommt angerannt. Mehr von hinten, sonst sieht man zu viel vom Hintergrund. Okay, Jürgen, soll mehr reinschicken. Jürgen, mehr 20% mehr. Nein, besser 30. Es wird schlagartig heller im Raum. Die Band beginnt mit den ersten Takten. Es wird für den Film ein Musikvideo gedreht mit Donna O., einer vielversprechenden neuen Sängerin. In Wirklichkeit heißt sie natürlich nicht Donna O., sondern Angelika Bertzky. Aber der Name ist nicht für den US-Markt geeignet, fand das Produzententeam.
Denselben Song würde es dann auch in Englisch geben. Donna O's Markenzeichen war eine Glatze und darüber eine Plümmelmütze. Das Autorenteam von Der Bulle von Nazareth ist auch zugegen. Vier langweilige Typen mit Anzügen, gestärkten Hemden. Sie sitzen auf dem großen Sofa in der Ecke, davor ein Cocktailtisch, Salzstein, Cola, alles da. Am besten wäre es, wenn du dich ein wenig auf deinen Absätzen drehen würdest, das macht Sinn. Ja, immer so hin und her, aber nicht zu viel, nein, das geht so nicht. Die Musik bricht sofort ab. Donna O. fängt an zu schluchzen, der Regisseur schlägt beide Hände über den Kopf zusammen. Du brauchst doch gar nicht wirklich zu singen, das ist doch Playback. Hör zu, ich bin Donna O. und ich bin schon ziemlich berühmt, aber mit euch geht ja irgendwie gar nichts. Könnt ihr dich nicht mal wenigstens etwas Legeres anziehen? Ihr seht ja aus, als würdet ihr gleich zum Abiball gehen. Ihr verbreitet vielleicht eine unangenehme Atmosphäre. Nehmt euch doch mal ein Beispiel an den Amis, zum Beispiel Notorious Big. Wenn die Videos machen, haben alle die coolsten Klamotten an. Das wirkt doch auf den Künstler, so wie hier geht das gar nicht. Ich mach für heute Schluss. Sie will tatsächlich gehen. Der Regisseur und zwar der Produzent stellt sich in den Weg. Da geblieben. Einer der Produzenten schlägt ihr mit dem Handrücken derb einmal übers Gesicht. Donna wird sofort hysterisch. Ihr verdammten Schweine, Scheißkerle. Dann bricht sie heulend zusammen mitten im Set. Das Arbeitslicht wird angemacht. Es wird umgehend aufgeräumt. Alle murmeln durcheinander. Donna wird von zwei Maskenbildnern herausgeleitet. Sie müssen sie jetzt stützen. Der Schauspieler mit der Windel, der den Bullen von Nazareth spielt, geht zusammen mit seinem Manager durch das Filmset. Er hat seine Hose hinter dem Scheinwerfer liegen lassen, die er in den Drehpausen immer wieder anzieht, weil es ihm sonst kalt ist. Der Produzent, der Donna O. geschlagen hat, redet noch beim Herausgehen auf sie ein. Es wäre doch nicht so schlimm gewesen, so wäre die Branche. Er wäre auch nur ein Mensch und alle hätten sie sehr lieb. Wir machen morgen weiter. Da zückt Kommissar Schneider sein Polizeiausweis. Kriminalpolizei, Mordkommission Schneider, ich habe ein paar Fragen an Sie. Der Produzent will gerade an ihm vorbeigehen und hat seine Hand an des Kommissars Schulter gedrückt, will ihn beiseite schieben. Blitzschnell hat Kommissar Schneider ihn in den Polizeigriff. Dann haut er ihm mit der Faust, in der er sein Feuerzeug hält, voll ins Gesicht. Der Produzent fällt um. Dann erscheint der nächste Produzent. Sagen Sie mal, was soll das hier? Zack, auch er bekommt sein Fett weg. Es liegen schon zwei Leute am Boden. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Der Kommissar ist etwas ungehalten. Als der Dritte rauskommt, der geistesgegenwärtig seine Hände hebt, beruhigt sich der Kommissar schnell. Er wollte einfach wissen, wie so ein Tag bei einer Filmproduktion abläuft und wer für das zuständig ist. Wie viele Leute so am Set mitarbeiten, welche Komparsen wo gemietet werden und so weiter. Und ob es unter den Beschäftigten öfter Streit gibt, ob sie in einer Gewerkschaft sind, wie viel Geld Schauspieler, Kleindarsteller, Komparsen verdienen. Nach einer Stunde intensiver Befragung verlässt der Kommissar zufrieden die Filmproduktion. Bei seinen Opfern hat er sich entschuldigt. Beim Wegfahren las er noch im Rückspiegel das Wort Noit Kudorp Mliff. S.U. Reuer. Wechsel des Erdteils. Rauchschwaden zogen in der Ferne gen Himmel, die Kuppen der Düne. In der Wüste schillerten silbrig. Kraniche bilden eine Formation am Horizont. Die Sonne war gerade aufgegangen. Die nächtliche Kälte verzog sich fast in Sekundenschnelle. Schon nach kürzester Zeit begann der Führer der kleinen Karawane zu schwitzen. Mit einem dicken Kamel, schwer beladen, durchquert er das Wadi Quahama. Der Führer hatte schon ein gewisses Alter erreicht. Eigentlich könnte er in Rente gehen. Er transportierte ausrangierte Schaufensterpuppen. Dafür bekam er umgerechnet 12 Euro am Tag. Nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass eine Tasse Café au lait auf den Champs-Élysées 16,90 Euro kostet. Die meisten Schaufensterpuppen waren zerdötscht, vor allen Dingen am Busen und auch den Händen und Köpfen. Ausgemusterte Ware aus Europa. Puppen, die in Marrakesch eine lange Zeit in den Schaufenstern, Basaren behängt mit Bikini-Oberteilen oder Hijabs, gehäkelten Stolasen, gestreiften Schlaghosen aus den 70ern, unbewegliche Dasein fristen, zu belustigen.
Wohl bei Ihnen selbst, um sich anzuprobieren. Aber ein Hauptabnehmer für Puppen, aber es muss nicht Teil nach Winsport 2 Containerschiff. Kommissar Schneider sitzt in der Küche, sucht auf seiner Gitarre, seit er unter euch hat bei einem Fischer von Geber, öfter ein paar Händel an, Kommissar, eine schöne Gitarre, Musik hat sich sogar beraten, als wir gehen. War zwar nicht teuer, aber der Vorkauf, oder? Teure Gitarre, die Profis wäre bei ihm nicht, aber im Radio spricht der Nachricht, mal Disco auf, Neuwahl in Kolumbien, Sturz eines Radbus in der Pause, in Polynesien, bei Geburtstag, der 30. Geburtstag von Michelangelo, dann kommen die Lottozahlen. Frau Kommissar Spitzmann, Sie fällt nicht auf, wie schwer sie atmet, nachdem die Lotto für die Zahlen aufgesagt hat. Lotto? Die kann nicht wahr sein. Frau Kommissar spitzt die Ohren. Dem Kommissar fällt nicht auf, wie schwer sie atmet, nachdem die Lotto für die Zahlen aufgesagt hat. Hase, ich gehe einkaufen. Damit verabschiedet sie sich schnell von ihrem Mann. Der wiederum zupft gedankenlos und mit irrem Blick auf seiner Gitarre immer denselben Ton. Twang, twang, twang. Jerome hält den Telefonhörer in der anderen Hand, ein Brötchen mit Holländerkäse, mittelalt. Wie viel? Der Vermittler räuspert sich dann mit heiserer Stimme. 35. Zusammen, 12 Stück. Ah, das ist gut. Wo soll ich sie abholen lassen? Bremerhaven übermorgen. Das Schiff heißt Winsbrau 2. Ehemaliger Tanker zum Weizentransport umgebaut. 36 Tonnen Bruttogrößertonne als Schalker Wenzmann. Sie werden es sofort erkennen. Hat die Flagge von Liberia. Danke, Herr Ibn Gabone. Wie immer ein Vergnügen mit Ihnen. Geschäftsmann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Paris. Die Dohle pickt dem Kommissar am Bein immer und immer wieder. Er war an seinem freien Tag nach Paris gereist, um einmal Abstand zu gewinnen von seinem alltäglichen Trott. Da saß er nun im Straßencafé auf dem Boulevard Saint-Michel, dem berühmten Café Select. Der Kommissar krümelte ein paar Stückchen Baguette klein und warf sie auf den Boden. Die Dohle pickte sie auf, dann pickte sie wieder sofort an seinem Bein. Der Kommissar schüttelte kräftig damit, mit Erfolg. Die Dohle flog auf und weg. Die Stadt zeigte sich ihm wie auf dem Präsentierteller. Was schlenderte hier nur für eine interessante Personalie vorbei? Man könnte auch sagen, das Theater des Lebens. Ihm kam der Film Les Enfants de Paradis in den Sinn von Marcel Canet aus Auteuil. Übrigens den Geburtsort von Marcel Proust, Kommissar Schneiders absoluten Lieblingsautor neben Raimund Schendler. Stört ja ein wenig die Idylle. Der Kommissar nahm die Eindrücke auf wie ein Schwamm. So, jetzt habe ich hier fast schon anderthalb Stunden rumgeschmökert. Ich lese nur noch den letzten Satz. Als der Kommissar nach Hause kam, schliefen alle schon. Und jetzt möchte ich noch mit dem Epilog diese Lesung beenden und dann noch ein paar Takte auf dem wunderschönen, ramponierten Flügel spielen, der teilweise mit Gaffertape ausgebessert ist. Als ich 2018 mit den Arbeiten zu diesem Buch begonnen hatte, hatte ich nicht die geringste Ahnung, was wirklich heute nach 5 Jahren in unserer Welt los sein würde. Ich muss sagen, die Realität hat in großer Eile meine absurden Ideen bezüglich dieses Buchs plötzlich eingeholt. Ich hätte nie gedacht, dass meine schmutzigen Schriftstellergedanken eines Tages Wirklichkeit werden können. Ich zitiere als Beispiel aus einem Artikel der Bild-Zeitung vom 6.7.22. Köpfe, Wirbelsäulen, Arme, Beine. Bestatterin verkauft Körperteile von mindestens 12 Leichen. Umso spannender ist dieses Buch aus heutiger Sicht zu bewerten. Vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit hat, es zu kaufen. Das steht hier nicht. Ich dachte mal was.
Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns mal auf der Straße. Die Radiosendung ist jetzt vorbei. Jetzt die Radiohörer, die sitzen jetzt da und denken, boah, was mache ich denn jetzt? Ich bin aber auch jetzt fertig. Mal, ja, anderthalb Stunden lesen am Tag ist schon eine Leistung. Also ich habe so einen Teil des Buchs gelesen, also ungefähr 10%. Vielleicht können auch ein bisschen mehr gewesen sein. Und es wird auf jeden Fall noch unheimlich spannend. Zwischendurch langweile ich mich aber auch. Aber das gehört dazu. Und zwar an den Stellen, wo nichts ist. Also hier, da. Auch so, die Übergänge, da ist manchmal ein paar Zeilen ist leer. Ne? Das ist ziemlich langweilig dann da. Aber dann muss man einfach weiterlesen. Guck mal, hier ist, so, ist sogar eine Seite, ist überhaupt nichts drauf. Also absolut Betrug, kann man sagen. Ja, vielleicht sogar eine Fälschung, wer weiß. Ich werde das Buch sowieso noch mal schreiben, wegen dem einen Wort am Anfang, das ich noch dazu erfunden hatte. Und, aber es ist jetzt die erste Auflage, ist schon längst vergriffen. 2,5 Millionen Bücher sind bereits verkauft. Ich kriege von jedem Buch 2 Cent. Und so bin ich reich. Ich bedanke mich bei einem tollen Publikum hier. Sogar ein Tierfotograf hier vorne gewesen, der mich die ganze Zeit belästigt hat. Und ich möchte noch mal, ach, da oben sind ja auch so überall Leute, ein wunderschöner Saal hier. Ich fand, es war eine sehr schöne Lesung. Ach, da steht's ja auch. Ich wundere mich manchmal über mich selbst, wie ein Mensch ohne jegliche... Bildung. überhaupt schreiben kann. Ich könnte noch eine Sache für euch, die Radiohörer hören jetzt nicht mehr mit. Das ist eine schöne Fernsehsendung. Warte mal, wo ist sie denn? Klaus lag in seinem Bett, den Kopf hochgeschützt auf einem Berberkissen und guckte Fernsehen. Die Show hieß Leck mich am Arsch. Muss ich jetzt unbedingt noch lesen. Das müsst ihr leider noch hören. Die Show lief erst nachts, wenn Kinder mehr oder weniger keinen Zugang mehr auf das TV-Gerät ihrer Eltern hatten. Wenn alles in der Familie in Ordnung war, das heißt, wenn Mutter und Vater für eine gewisse Familienstruktur sorgten, das war aber in dieser Großstadt nicht der Fall, denn hier gab es 75% alleinerziehende Mütter oder Väter. Trennung an der Tagesordnung, der moderne Mensch wollte sich selbst beweisen, indem er auch ganz alleine für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkam. Dadurch fehlten in der Familie mit Kindern oft die strukturellen Erforderlichkeiten. Die Fernsehshow war nicht für Jugendliche oder gar Kinder geeignet, wie es im Vorspann hieß. Das wiederum machte Klaus zu einem eifrigen Kunden dieses Senders. Mit der Fernbedienung in der verkrampften Hand sah er sich die Sendung an. Ein sogenannter Promi, den die meisten Fernsehzuschauer aber noch nie gesehen hatten. Vielleicht ein C-Promi, musste sich hinhocken und die Hose bis zu den Knien runtergezogen haben. Auf einem niedrigen Tischchen. Ein Kandidat musste mit verbundenen Augen an seinem Hintern lecken und erraten. um welchen Promi es sich handelt. Leicht schmalziger, etwas säuerlicher Geschmack. Das Team fand, er hätte recht. Jetzt konnte er weiterraten. Ja, was kann das denn sein? Vielleicht ein Schauspieler? Nein. Eine Tafel mit seinem Vornamen wurde umgeklappt, dann erschien der nächste Name, Günther. Günther kam langsam mit verbundenen Augen rangekrochen. Er orientierte sich an einem Seil, das der Länge nach durch den Raum gezogen war. Er leckte an dem Hintern, einmal, zweimal. Dann hatte er es. Es ist Dr. Carsten Lorenz, der Olympiasieger im Dressurreiten. Böö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 ö
Die Klappe mit dem Namen von Günther klappte nach unten. Jetzt war eine Frau an der Reihe. Jutta. Sie kroch mit langen Kriechbewegungen an den Hintern ran, schnupperte erst, dann leckte sie der Person am Arsch. Klaus fieberte mit. Er als Zuschauer wusste ja, um wen es sich da handelte. Es ist Markus Merz. Richtig. Der Politrocker mit den aufrührischen Texten »Ich tacker mich an dich fest, Lauren« stand unbeholfen wieder auf, zog seine Lacklederhose hoch und setzte sein Markenzeichen, eine karierte Wollmütze, auf. Jutta bekam einen Briefumschlag mit einem Geldbetrag. Dann endete die Show mit einem Jingle von Herbie Fields, dem Filmmusikkomponisten aus Hollywood, der diese Melodie weitgehend an allen möglichen Fernsehformaten gemacht hat. Und weil es so schön ist, guten Morgen, einmal die neue Ich, bitte. Die Zeitschrift Ich war eine der meistverkauften Zeitungen überhaupt. Das Organ für den modernen Menschen. Sie bestand fast ausschließlich aus Werbeanzeigen von Privatleuten und Fotos. Menschen, die sich selbst fotografiert hatten mittels Selbstauslöser und in diesem Blatt Aufmerksamkeit und nur darum ging es erreichen wollten. Irgendein Nutzen war aus diesen vielen Anzeigen nicht zu erkennen, denn sie waren alle anonym. So, tschüss. Danke.